Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Blickpunkt Ingelheim, Ihrem Stadtfernsehen. Wir zeigen Ihnen im Laufe der folgenden Sendung den Ingelheimer Winzerkeller. Und dies sind unsere folgenden Themen. Komm, gehen wir rein. Gleich jetzt hier bei uns in Blickpunkt Ingelheim der Kinderchor der Präsident-Mohr-Schule, Tag des Kinderturnens. Ein alternatives Wohnprojekt für alle Generationen, japanische Delegation aus Higashine zu Gast, Foodsharing und Verteilen, die Eröffnung der Skateranlage und noch einmal der Kinderchor der Oberingelheimer Grundschule. Auch wenn wir jetzt hier im begrünten Innenhof des Winzerkellers stehen, kommt nun zur Einstimmung in die Weihnachtszeit ein Lied des Kinderchors der Präsident-Mohr-Schule aus der Burgkirche. In unserem Schulchor singen in diesem Schuljahr 54 Kinder von der 1. Klasse bis zur 4. Das sind so viele Kinder. Wir passen gerade noch in unserem Musiksaal der Präsident-Mohr-Schule rein. Frau Schmitzert und Frau Spieß sind unsere Chorleiterinnen. Das gemeinsame Singen macht sehr viel Spaß. Wir bekommen davon immer gute Laune. Oft machen wir Spiele, um uns einzusingen. Sie können uns am Freitag, den 6. Dezember, live hören. Da eröffnen wir nämlich den Ingelheimer Weihnachtsmarkt mit vielen Weihnachtsliedern. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem Schulchor der BMS. Hören Sie nun unser Lieblingslied und der Dunkelheit. Bestimmt wird es hier gleich ganz hell. Hier in der Touristinformation können Sie sich über verschiedene Angebote informieren oder auch Karten für die King kaufen. In der Halle der Turngemeinde Niederingelheim wurde am bundesweiten Tag des Kinderturns, der vom Deutschen Turnerbund organisiert wird, eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Wilfried Weiße war mit mir vor Ort. Tag des Kinderturnens bei der TG Niederingelheim. Weit über 100 Kinder zwischen 3 und 7 Jahren nahmen teil. Rund 80 davon absolvierten erfolgreich den aufgebauten Bewegungsparcours. Sie wurden dabei von 3 studierten Sportlehrern betreut. Es ging unter anderem um Geschicklichkeit, wie Balancieren auf einem dicken Seil oder auch Kraft am Barren.
Teamarbeit war gefragt, als ein Ball auf einer großen Plane zu halten war. Ziel der Veranstaltung war es, den Kindern qualitativ hochwertige Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Insgesamt mussten von den Kindern 12 Stationen, die auf einer Laufkarte abgehakt wurden, auf dem Bewegungsparcours durchlaufen werden. Die Teilnehmer, die alle Aufgaben gelöst haben, erhielten dafür das Kinderturnabzeichen des Deutschen Turnerbundes. Verantwortlich war die Abteilungsleiterin der TG, Diplom-Sportlehrerin Katrin Engel. Frau Engel, Ihr Team hat für heute eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Wer darf dann überhaupt alles teilnehmen? Also es dürfen alle Kinder teilnehmen, die Lust haben. Wir haben es ausgeschrieben für Kinder von 3 bis 7 Jahren und jeder darf mitmachen. Was schätzen Sie denn, wie viele Kinder haben denn heute schon teilgenommen? Also momentan glauben wir, dass es circa 60 Kinder sind. Wir haben natürlich auch gerade erst angefangen. Ne? Wir haben ja erst um 16 Uhr begonnen, jetzt sind 60 Kinder. Ich denke, so knapp 100 werden es auf jeden Fall werden. Also die Kinder mit 7 Jahren sind ja um einiges fitter als die mit 3. Wie werden denn die verschiedenen Stationen gewertet und gibt es sogar was zu gewinnen? Natürlich gibt es was zu gewinnen. Die Kinder machen doch nichts, wenn sie nichts gewinnen können. Also sie bekommen am Ende eine Urkunde und die Stationen sind dem Alter schon ein bisschen angepasst. Unsere Helfer sind da geschult und die helfen den Kleinen und unterstützen die Älteren auf jeden Fall. Also bis jetzt sieht das ja alles sehr schön aus und die Kinder scheinen ziemlich viel Spaß zu haben. Haben Sie denn schon eine Wiederholung für das nächste Jahr geplant? Ja, wir haben auf jeden Fall eine Wiederholung fürs nächste Jahr geplant, weil es ist ja eine nationale Aktion, Tag des Kinderturns in ganz Deutschland, organisiert vom Deutschen Turnerbund. Und im nächsten Jahr werden wir dann die 6- bis 10-Jährigen zu uns einladen, dass die sich in den Bewegungslandschaften bewegen können. Okay, vielen Dank. Ich bin jetzt so richtig fit. Und ich turne kräftig mit. Ich befinde mich jetzt hier in der Venothek des Winzerkellers. Hier kann man unter fachmännischer Beratung ganz wunderbar die Ingelheimer Weine probieren und den einen oder anderen Liebling für sich auch herausfinden und vielleicht auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk mit einpacken. Doch nun zu unserem nächsten Beitrag. Der beschäftigt sich mit einem generationenübergreifenden Wohnprojekt in Ingelheim. Die Gesellschafter von Polychrom führten hierzu eine 2-tägige Planungswerkstatt im Ingelheimer Konferenzzentrum durch. Willibald Rixner und Speranza Tenesco berichten. Polychrom heißt auf Griechisch vielfarbig bunt. Vielfarbig und bunt soll die Mehrgenerationen-Wohnanlage von Polychrom Projekt 1 sein. Die Anlage mit 30 bis 35 bezahlbaren Wohnungen soll demnächst im Herzen von Ingelheim in unmittelbarer Nähe zum alten Zentrum im Sohl entstehen. Und wir als Stadt unterstützen Polychrom ja schon seit vielen Jahren. Zunächst erstmal auch mit einer Förderrichtlinie für das gemeinschaftliche Wohnen und inzwischen auch durch die Bereitstellung des Grundstückes, das ja auch der Stadtrat einstimmig beschlossen hat. Singles, Paare und Familien aller gesellschaftlichen Schichten finden hier einen kinder- und altersgerechten Wohn- und Lebensraum. Das Konzept von Polychrom basiert auf einem hohen sozialen Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Wir wollen mit jungen und alten Menschen zusammenleben. Wir wollen aufeinander achten, und zwar so, dass die älteren Menschen den Jüngeren vielleicht zur Hand gehen bei der Kinderbetreuung mit Rat und Tat, dass die Jüngeren auch die Älteren unterstützen können und das Ganze aber auf freiwilliger und freundschaftlicher Basis. 3 Architekturbüros wurden im Oktober zu einem 2-tägigen Workshop eingeladen. Im kreativen Dialog mit künftigen Bewohnern und Gesellschaftern der Planungsgemeinschaft entwickelten die 3 Planungsbüros erste Ideen und Vorschläge für das Projekt Polychrom 1. Hier wurde experimentell sozusagen mit kleinen Lehmstückchen gearbeitet, wo die
Leute, die das Projekt bauen wollen, jeder ein Lehmstückchen dorthin platzieren konnte, wo er oder sie gerne wohnen möchte. Das hier sieht man schön einen mit Bäumen bepflanzten Innenhof. Hier ist mehr ein lichtdurchfluteter Innenhof. Das sind alles Dinge, die noch nicht geklärt sind. Angestrebt wird eine kleinteilig strukturierte Bauweise mit viel Grün. Die Wohnungen werden unterschiedlich groß sein. Gemeinschaftsräume und Laubengänge sollen das nachbarschaftliche Miteinander fördern. Kinder werden viel Platz zum Spielen und Toben haben. Zum Abschluss der Planungswerkstatt erläuterten die drei Architektengruppen ihre Entwürfe. Vorhin einmal von der Idee aus, die von Ihnen kam, die auch gerade die Kollegen schon präsentiert haben, der Laubengang eben als Element nicht nur der ökonomischen Erschließung, sondern auch der Begegnung, der nachbarschaftlichen Leben innerhalb der Gruppe. Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von dem, was wir gestern schon gezeigt hatten, da bei dieser kurzen Vorstellung mit den drei Baukörpern, die ja mehr oder weniger so solitäre sind. Essen, Küche, Wohnen zum Beispiel und habe dann noch ein Zimmer. Oder ich mal sagen, ich brauche gar nicht so viel. Wir sehen eigentlich in der städtebaulichen Situation unterschiedliche Körnung. Ich hatte es damals geschrieben, es gibt große Häuser und kleine Häuser. Noch sind Plätze für Interessenten frei. Vor allem jüngere Bewohner und Familien werden noch gesucht. Jeden ersten Montag im Monat findet ab 20 Uhr ein Stammtischtreffen im Mehrgenerationenhaus in Ingelheim-West statt. Informationen zu Veranstaltungen und Kontaktmöglichkeiten findet man auf der Homepage www.polychrom-projekt1.de. Anfang Oktober begrüßte die Stadt Ingelheim eine Delegation aus der japanischen Stadt Higashine. Der dreitägige Aufenthalt mit Ausflügen in die Region und ein Besuch des Rotweinfestes bot den Besuchern Einblicke in unsere Kultur und Lebensweise. Impressionen von Clemens Samo. Eine große Delegation aus der Stadt Higashine, im Norden der japanischen Hauptinsel gelegen, war Anfang Oktober zu Gast in Ingelheim. Nach dem Besuch von Oberbürgermeister Ralf Klaus und dem damaligen Beigeordneten Wolfgang Bernwig in Higashine letztes Jahr stand dieses Jahr das Treffen ganz im Zeichen der Intensivierung der Kontakte. Eine Gemeinsamkeit der beiden Städte ist die Landwirtschaft. Ähnlich wie Ingelheim bei den Süßkirschen in Deutschland ist Higashine in Japan bekannt als das größte Anbaugebiet für Kirschen. Eine weitere Verbindung ist der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim, der dort einen großen Produktionsstandort unterhält. Ich würde mich freuen, wenn Sie ebenso unvergessliche Eindrücke. Beim Empfang im Ratssaal sprachen sich sowohl Oberbürgermeister Ralf Klaus wie auch der Bürgermeister Saigo Tsuchida für eine Festigung der freundschaftlichen Kontakte aus. Solche Kontakte sind dann gut, wenn sie langsam, aber sehr intensiv wachsen. Es gibt noch viel mehr, was uns verbindet. Ich habe jetzt die Ehre, ein kleines Gastgeschenk zu überreichen. Rotweinkönigin Ann-Kathrin überreichte das Willkommensgeschenk, eine Replik der Riemenzunge aus der Kaiserpfalz, an den Bürgermeister, stellvertretend für die weit gereiste Delegation. Zur musikalischen Umrahmung und Auflockerung wurde von Mitgliedern der Musikschule ein japanisches Lied dargeboten. In Zukunft soll ein besonderer Fokus auf der Jugend liegen. Eine Brieffreundschaft zwischen Schülern aus Higashine
In der Pestalozzi-Schule in Niederingelheim wurde vereinbart und gestartet. Am Abschluss stand das Eintragen in das Goldene Buch der Stadt Ingelheim, um die gegenseitige Freundschaft auch symbolisch zu besiegeln. Wir befinden uns nun im Wintergarten in der alten Kälterhalle. Hier kann man ganz wunderbar zwischen Zitronen- und Orangenbäumen ausruhen. Mit Lebensmitteln hat auch unser nächster Bericht zu tun. Was sich hinter Verteilung verbirgt und wie sie in Ingelheim mit dem ersten Foodsharing-Verein umgesetzt wird, zeigen uns Mustafa Pektemir und Willibald Rixner. Die Umweltschutzorganisation WWF berichtet, dass in Deutschland jährlich rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall landen. In Rheinland-Pfalz sind das pro Jahr gut 911.000 Tonnen. Ein großer Anteil dieser Lebensmittel hätte gerettet werden können. Und genau dafür setzt sich Andreas Schmidt ein. Ja, hallo, ich bin der Andreas Schmidt, bin Ingelheimer und setze mich gegen die Lebensmittelverschwendung ein. In Ingelheim gibt es bereits zwei öffentliche Schränke, in die Lebensmittel, die nicht mehr benötigt werden, eingestellt werden können. Ein solcher Schrank steht in Freiweinheim vor dem Bürgerhaus und einer neben dem Eingang zur Mütze in Oberingelheim. In die Schränke kann jeder Lebensmittel hineinstellen oder auch herausholen. Auf jedem Schrank befinden sich Anleitungen zur Nutzung. Und wir sind jetzt hier an einem Samstagmorgen am Bürgerhaus Freiweinheim. Was passiert hier gleich? Also ich habe hier angefangen mit diesem Verteilerschrank letztes Jahr im Dezember. Das heißt, das ist ein Schrank, wo Leute ihre Lebensmittel hinbringen können, die sie nicht mehr gebrauchen können oder die ihnen nicht schmecken. Zum Beispiel Tee, Kaffee, Konserven, Obst, Gemüse, kann alles in den Schrank. Und daraufhin gab es ja dann einen Zeitungsartikel. Und auf diesen Zeitungsartikel haben sich dann Firmen bei mir gemeldet, die gesagt haben, hier, wir haben auch Ware, da ist halt das MHD abgelaufen oder Überproduktion, könnt ihr die auch holen? Also ja, können wir machen. So, und das ist jetzt überwiegend ist das Kühlware und die darf ja nicht in den Schrank. Das heißt, die wird dann direkt vor Ort, es gibt feste Zeiten, wann die geholt werden und dann wird es auch zeitgleich direkt verteilt. Und zwar an Menschen, die es halt brauchen können, Hauptsache wandert halt nicht in die Tonne und die Ware ist noch gut. Hauptsache, es wird halt nicht weggeschmissen. Und es ist uns auch egal, wer kommt, ob da ein Bedürftiger kommt oder kein Bedürftiger. Das ist uns egal, weil ein Brötchen oder ein Brot ist egal, wer es isst. Hauptsache, es wandert halt nicht in die Tonne. Und daraufhin haben wir einen Verein gegründet und sind jetzt knapp 40 Mitglieder. Und wir haben mal bei verschiedenen Aktionen mitgemacht. Bei der Sparda-Bank-Aktion, da haben wir 6.000 Euro bekommen. Das heißt, wir werden uns jetzt ein Kühlauto organisieren. Mit einem Kühlauto könnten wir alles machen und dann abends verteilen, wenn wir halt mehr Leute erreichen. Weil wir wollen halt so viel wie möglich erreichen. Im August hat mich auch von unseren Kooperationspartnern der Marktleiter angerufen und gesagt, hier, fahr mal nach Mainz. Da ist bei einer Filiale von uns die Kühlung ausgefallen. Wir waren dann vor Ort und haben das hier und in Bingen verteilt an ca. 55 Haushalte. An dem Tag haben wir 1,2 Tonnen an Lebensmitteln gerettet. Also wir haben seit Dezember letzten Jahres, ich schätze 18,5 Tonnen, die wir gerettet haben, die wir verteilt haben. Und ich denke mal, dass wir bis zum Jahresende die 20-Tonnen-Marke knacken werden. Im Sommer war es halt schwer, Kühlware zu transportieren. Ist ja klar, bei 40 Grad war extrem. Die Betriebe, die werfen das dann halt in eine Kiste. Und es kann jetzt sein, dass irgendwas dabei ist, was nicht mehr gut ist, das sieht man dann aber, ja. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch nichts, wo ich verteilt habe, wo einer daheim gesagt hat, hier, das war schlecht oder was. Klar, es kann immer mal sein, dass vielleicht ein Joghurt nicht mehr gut ist. Oder das, aber das kann einem auch passieren, wenn man einkaufen geht. Ja, das ist so. Und wie gesagt, die Leute sind froh, dass sie was bekommen und dass es hier bei uns ja auch so ist, dass es anonym ist. Und bei uns ist egal, wer kommt, er nimmt was, trinkt was, alles gut. Das ist also eine richtige Begegnung geworden. Die Leute haben Freundschaften geschlossen. Die kommen her, die freuen sich, wenn sie die anderen sehen. Und das ist halt super, ja. Wir bringen die Leute halt auch ein bisschen ein Stück weit zusammen. Ich kümmere mich überwiegend um den Schrank, der in Oberingelheim steht. Den hege und pflege ich wie mein Baby. Und ich finde diese Sache unheimlich gut, weil wenn ich sehe, diese Mengen, die hier stehen, und das ist ein kleiner Anteil, wenn das alles in die Mülltonne geworfen werden würde, ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen und ja,
Und das ist mir jetzt eine Herzensangelegenheit geworden. Ja, und wie sind Sie hier in die Gruppe reingekommen? Für mich ist es eine ganz andere Herzensangelegenheit. Ich mache das schon mindestens 15 Jahre, dass ich irgendwelche Lebensmittel rette. Nie organisiert, nicht im Verein. Dann bin ich mal hier darauf gestoßen, durch Facebook natürlich auch. Und habe mich da sofort angeschlossen, bin also mittlerweile auch mit im Vorstand drin. Mir ist der Weg nicht so weit, um diese vielen Sachen einfach zu retten. Und was ist für die Zukunft geplant? Also wir möchten, oder wir haben das Ziel, dass wir so eine Art Lebensmittel-Umsonst-Laden bekommen, dass vielleicht mit einer Küche dabei, dass man die Lebensmittel noch verarbeiten kann und die dann rausgeben kann, mit so einer kleinen Begegnungsstätte mit 2-3 Tischen drin, dass die Leute halt mal einen Kaffee und ein Stück Kuchen für umsonst bekommen. Das wäre dann der erste Lebensmittel-Umsonst-Laden in Rheinland-Pfalz. Dankeschön. Bitteschön. Mittlerweile können Sie aber auch das ganze Angebot des Restaurants Winzer Keller genießen. Und nun nach Ingelheim West. Neben dem Mehrgenerationenhaus wurde die neue Skateranlage eingeweiht. Skater und Radfahrer erfreuen sich seitdem an den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Parcours. Für Sie mit der Kamera dabei, Florian Böhme. Bei strahlendem Sonnenschein wurde am 27. September der neue Ingelheimer Bike- und Skatepark offiziell eröffnet. Ich wünsche allen, dass ihr vor allen Dingen viel Spaß habt, dass diese Anlage immer belebt ist und dass hier sich keiner wehtut. Zieht bitte immer einen Helm auf. Die Anlage befindet sich neben dem Mehrgenerationenhaus und umfasst eine Skatebahn, einen Skatepool und einen 50 Meter langen Pumptrack. Findet ihr hier den Skaterpark? Also sehr, sehr cool, weil, also ich finde es einfach schön, weil wir kommen aus Gau-Algesheim und die ist zwar auch cool, aber halt hier, wir kommen jetzt hier immer her, weil es einfach cooler ist und neuer. Ja, mir gefällt es ja auch sehr, sehr gut, weil du hier einen Pumptrack hast und für den Fahrrad hier fahren kannst. Und mit dem Roller auf der anderen Seite fahren kannst. Also das ist sehr, sehr schön. Also der Skaterpark ist halt auch cool mit der Kuhle, also mit dem Pool. Ja. Kuhle. Pool. Also die Kuhle. Diese. Hey, ich weiß, was du meinst. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute und für dieses Jahr. Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Und um Sie jetzt auch schon mal in die Weihnachtszeit einzustimmen, haben wir noch einmal den Kinderchor der Präsident-Mohr-Schule mit einem Weihnachtslied für Sie. Hören Sie nun das Lied, singen wir im Schulterkerzen.